Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Schiene hier ausgebaut und hier fährt schon auch unser erster Zug rum. Oder eine unserer drei mittlerweile, weil wir haben ja einen weiteren gekauft. Hier brettert er vorbei. Huhu! Na, wie geht's? Und wir haben ja mittlerweile elektrische Züge. Was mich zu einer Idee gebracht hat. Wir haben in Bottrop die Anfrage um Brot. Wir haben hier Weizen und nochmal Weizen und eine Fabrik. So, was ist, wenn wir von da nach da eine Schiene legen? Eine simple Schiene mit einem mega fetten Zug, der bei jeder Station ordentlich Weizen abholt, dort abliefert und dann LKW in die Stadt fährt und es dort abliefert einfach und dann hier so mit einer Runde wieder zurückfährt. Das ist gleich eine mega geile Idee. Bedeutet, wir werden jetzt hier eine Straße bauen. Natürlich richtig, komm schon, wenn dann schon richtig. Zack, und als Anschluss. Dann erweitern wir das Netz noch so ein bisschen. So, perfekt. Dann bauen wir jetzt das Schienensystem. Wie komme ich denn da? Warum macht ihr das immer so dick? Ich muss da durch, Leute. So, Bahnhof. Güterbahnhof. Er muss... Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, ja. 240 Meter lange Bahnhof. Oder 320 Meter. Immer. Scheiß drauf. 320 Meter. Bottrop wird das High Ground für Essen hier. Warte, ich kann das. Ich war das mit Schiff unten hin, glaube ich, ne? Ja. Perfekt. Also, wie oft noch? Warum? Wie? Also, neben, dass ich einfach die Straße hier abreißen muss. Weil die mal literally im Weg ist. So, ich baue eine Landstraße hier. So, ich muss aber hier auch. So bauen. Perfekt. Und dann brauche ich hier natürlich noch das Bahnhofsgebäude. Shift. Perfekt, hier angeschlossen. Und dann führt jetzt hier sozusagen die Straße drumherum. Mit ausgleichender Gerechtigkeit ist dort anzuschließen. Perfekt. So wird eine Straße einfach mal ummodelliert. Und dann brauchen wir natürlich noch das dementsprechende Gleissystem. Hochgeschwindigkeitszügchen, sei Dank. Reicht jetzt 120 rein, theoretisch. Ja, das reicht ja vollkommen. Ich bin echt beim Überlegen, ob wir nicht hier erstens wieder Bahnhof umbauen, weil der liegt so... Warum baut ihr so? Warum? Ich will hier im Grunde den so platzieren. Warte. So angehängt ungefähr hier so. Bedeutet, ich muss wieder hier Straßen abreißen. Mal wieder. Und mal wieder eine Straße platzieren. Gerade Straße, bitte. Problem ist, versuch mal diese blöden Straßen so platzieren, dass das alles funktioniert. Lego mir, so. Perfekt, die liegt an. Die liegt auch an. Dann kommt der Bahnhof dazu. Und solange wir hier nichts haben, kann ja die Straße ganz simpel darum gehen. Und so mäßig, so YOLO-mäßig, hey, hier bin ich. Außenrum cruisen. Perfekt. Dann kriegt es auch noch sein Schienensystem. Gleise. So, das wird, denke ich, reichen. Was natürlich sein muss, wir brauchen einen Anschluss hier.
Weil das einzige Mal, dass wir hier sozusagen drüber gehen, ist aktuell, ist hier. Eine scharfe Kurve mit gerade mal 70 km/h. Wo das Gleis nach hier unten führt. Muss ich herausfinden, in welche Richtung was fährt. Du kommst von hier. So. Perfekt. Und dann tun wir von hier nach da. Dafür brauchen wir natürlich wieder. Hier was von den Gebäuden. Transportgebäude. So. Und dann liefert ihr einfach hier ab. Das reicht vollkommen. Gut, dann tun wir mal hier die Linie machen. 1, 2, 3. Und damit es hier auch gut funktioniert, sagen wir ihnen, er soll da oben in Rotland holt. Soll er Brot, Weizen laden zu 50%. Dann soll er hier Weizen laden auf 100% und hier soll er Weizen entladen. Perfekt. Das ist jetzt Bottrop Weizen. Bottrop Weizen. Perfekt. Und dann kommt noch die nächste Linie von hier nach hier. Das ist dann Bottrop Brot. Bottrop Brot. So. Was natürlich jetzt sein muss, wir brauchen natürlich noch einen Zug. Und ich habe hier eine... Nee, das ist keine... Ich habe hier nichts gebaut wegen Bussen. Nee, dann kommt in Bottrop jetzt auch noch eine neue Transportstation. Ein Wunder, oh Wunder. Irgendwo kommt mal sowas wieder hin. Und Bottrop scheint so nach dem perfekten Opfer auszusehen. Vor allem, was ich hier schon gebaut haben. So. Hier ist der Anschluss. Da kaufen wir aber erst gleich. Wir kaufen erstmal den Zug, weil der hat die weiteste Strecke. Weil ich habe meistens nur ein Verteilzentrum für Züge. So, kaufen. Ich will gerade, ob ich den Zug nehmen soll. Ich finde den eigentlich schöner. Wir nehmen den mal hier. Neues Fahrzeug. Also, okay. Da gibt es schon wieder mehr. Es hat sich schon wieder vermehrt, das Ganze. Und dann gibt es bestimmt hier Weizen. Kann 8 Kapazität. Ich brauche Cargo. Wie viel kannst du Kapazität von 4? Kapazität 4, 5, 8, 9, 8. Dann einfach ganz viele von denen. Wir haben viel Platz. 300 Meter lang. 320 Kilowatt Wood. Die hat ein bisschen, die hat sogar weniger KW. What? Die ist sogar besser. What? Okay, wir kaufen die für 19 Millionen. Und schicken die auf Bottrop Weizen. Wichtiger Hinweis. Weghalte... Was? Kann nicht gefunden werden, nicht so viel sich gleich viel. What? Oh, da. Lol. Schienensystem! Don't prank on me! Jetzt war Bottrop Weizen. Hallöchen! Da steht sogar ein Mensch drin! Da steht ein Mensch drin! Da kommt Bottrop Weizen! Wupp, wupp. Kommandozentrale, haltet den Weg frei. Hier kommt Bottrop. Jetzt kommt und eine Junkers. Ja, eine Junkers. Die habe ich mal in München gesehen. Eine Junkers ist... Oh, geil. Also eine Junkers ist echt ein geiles Gerät. Alter, wie lang... Hörst du auch mal auf?
Es reicht. Es ist genug. Wo endet das Ding? Was habe ich getan? Schau dir dieses Ding an. Und das, der hinkt jetzt hinter dem her. Alter, der ist fast so lang wie der Tunnel. Der ist länger wie der Tunnel. Der ist länger wie der Tunnel. Schau dir. Das ist der erste Zug, der zwei Signale fast schon braucht. Auf was zur Hölle hast du gewartet? Alter, ist das Ding lang. Das ist schon was wie in Amerika. Guck mal, da kommt ein Zug, wir können 2 Stunden warten. Alter, ist der lang. Wie war das mit, wir transportieren viele Güter? Habe ich das wörtlich gemeint? Die werden sich auch erstmal so denken, what the fuck ist das denn? Wer kriegt denn so viel Güter zugeschickt? Den siehst du von hier oben sogar noch. Warte, hier siehst du noch. Juhu. Wo ist ein anderer Zug? Okay, den siehst du auch. Aber der mit seinem Rot ist ganz schön auffällig. Wo ist denn deine Abfahrt? Wo war deine Abfahrt? Der muss ja ewig... Alter, wie weit muss der... Holy shit, okay. Wir können währenddessen schon mal die Fahrzeuge einsetzen, weil der wird so viel transportieren. Oh. Ich würde mal auf 10 plädieren. Und hoffen, dass das reicht. Bottrop Rot. Macht euch bereit für Excalibur Version... Wo ist er denn? Da ist er. Macht euch bereit für Excalibur Version von Brot. Die warten schon tonnenweise. Das reicht doch niemals, um den aufzufüllen. Das ist so der King auf... 232. Ja, mal easy. Alter, der muss uns doch so viel Plus geben. Hier sind schon die ersten... Oh, hier sind die ersten Schrankensysteme verbaut. Freut euch, jetzt gleich könnt ihr eine Stunde warten. Es kommt ein Zug auf euch zu. Holy shit, was ist denn da für ein Verkehr eigentlich? Da könnten wir eine gleiche Autobahn hinbauen. Da kommt unser normaler Personenzug. Der hält das aus. Der hat genug Platz. Und dann kommt unser neues Elektromaschinchen. Bremst runter, du musst da rum. Oh, enge Kiste, enge Kiste. Und warten und warten und warten. Jetzt könnt ihr fahren. Ach, leck mich doch, was habt ihr denn mit euren ganzen Zügen jetzt? Oh, der passt genau rein. Yo! Bin gespannt, wie viel Plus der uns am Ende gibt. Hält der jetzt hier? Nee, ne? Der fährt einmal jetzt durch. Alter, das Ding ist lang. Das ist einfach mal Excalibur-Version von meinem ganzen Zeug hier. Das ist brutal. So, jetzt bin ich mal... Jetzt verfolgen wir den mal. Der kriegt wie viel jetzt hier? 77. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Scheiße. Hab ich ein bisschen übertrieben? Vielleicht. Aber ich glaube, der hat genug auf Lager. Aber der muss das jetzt in Geschwindigkeiten produzieren. Der hat jetzt lang genug Zeit, ne? Der füllt jetzt auf. Und fast alles weg. Hast du überhaupt genug Lagerkapazitäten, mein Freund? Weil, ich würde mal sagen, Weizen ist in dir Haus gleich. Wie viel macht der mit einer Fahrt, bitte? Da kommt das Weizen für Bottrop. 2,4 Millionen. Mit einer so einer kleinen Fahrt. Das Ding ist fast pumpvoll, glaube ich, vom Lager her, oder? Lager 222. Du, das wird noch voller, mein Freund. Du solltest ausbauen anfangen. Seid ihr voll? Nee, ihr seid noch nicht mal voll.
Weil irgendwann muss man dann überlegen, ob man das mit Güterzügen auch macht. Weil irgendwann werden natürlich die Anzahl von LKWs übertrieben. Also ich hoffe bald, dass wir gute LKWs kriegen, neue. Wir sind immerhin im 1934. Wir sind mitten im Krieg. Könnte schwer werden, was hier Gutes zu kriegen. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben unsere erste... Der hat nicht mal genug nachgeliefert. Der muss doch voll ausbauen anfangen, oder? Oder ist der einfach... Der ist beim Versand noch gleich überfordert. Ich glaube, ich hätte einen kleineren Zug bauen können. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.